Mario? Ich weiß ja, dass du müde bist und du hast echt keinen Bock mehr, aber wir müssen weitermachen hier in Super Mario Galaxy. Ja, willkommen zurück, Leute. Und heute werden wir eine neue Galaxie bereisen. Oh yeah. Und zwar die Sandinsel-Galaxie. Mit einer der Galaxien, die ich ziemlich feiere und ich liebe. Wüstenlevel und generell Welten. Deshalb könnte das etwas für mich sein. Der Luftstrom des Sandtornados. Hört sich doch etwas, ja, spannend an, würde ich mal sagen. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Gut. Also das, was man auf jeden Fall schon wahrnehmen kann, es ist hier wirklich sehr sandig und heiß. Und es gibt die Treibsand und Knochentrocken. Das ist ziemlich geil, weil Knochentrocken eigentlich ziemlich geil sind. Also ich liebe die Gegner. Machen echt was her. Wir können, by the way, hier in diese Tornados reinspringen. Kennt man ja eigentlich so aus Super Mario 64. Aus der Ruby-Waba-Wüste. Also eigentlich nichts Neues. Nur mit dem Unterschied, dass man jetzt hier wirklich, ja, wie ein Propeller durch die Luft schwebt. Und ja, man sollte auf jeden Fall immer aufpassen, dass man in die Tornados fliegt. Ansonsten geht es nämlich in die, ja, in den Treibsand rein und dann ist man sofort instant down. Gut, dann wollen wir mal hier vorsichtig weitermachen. Ups. Ah, warte mal, hier ist glaube ich ein Secret. Wenn man nämlich hier sich reinduckt und wartet, dann kommt man hier oben raus. Dann kann man nämlich nach hier oben. Dann ist hier hinten was versteckt. Ah, da hinten habe ich schon gesehen. Da hinten ist ein 6-Leben-Pilz. Und wir müssen schnell sein, weil sonst uns die Twomps hier zermatschen. Und das wollen wir nicht. Darum ist auch One-Up, aber das lasse ich jetzt mal in Ruhe. Weil die Dinger bringen uns ja sowieso nichts. Weil die ja eh immer nach jedem Spiel resettet werden. Und daher juckt es nicht. Das ist immer noch so dumm, Alter. Warum haben sie die One-Ups überhaupt hier reingebracht, wenn man sowieso nach jedem Spielstart die One-Ups verliert? Macht gar keinen Sinn für mich. Aber naja, ne? Muss Nintendo ja selber wissen. Das sind Münzen. Hier wird auch ein bisschen wieder mit der Schwerkraft gespielt. Weil sobald wir nämlich an so einen Rad gehen, dann zieht er uns dran. Aber naja. Ach verdammt, es ist kaputt gegangen. Ist ein richtiger Mario Bros. Style hier, weil es nämlich hier eine 2D-Passage ist. Und haben wir eine Feuerblume. Mit dem wir alle Piranha-Pflanzen eliminieren können. Oh yeah. So. Was ist so nach hier unten? Oh! Wir werden verfolgt. Ah, das Ding geht kaputt, okay. Na dann. Bekommt man wieder sehr viel Sternstaub. Ja, wie soll man das denn hier unten alles aufsammeln? Naja. Weiter geht's. Also ich liebe wirklich Wüstenwelten über alles. Vor allem Level. Und, ah, wir haben hier wieder neue Gegner. Und zwar die Hühnchen, die ich gar nicht, mag. Denn die schießen nämlich, wie ihr schon seht, ohne Ende Bomben. Also, sie kacken sie förmlich. Und das könnte einen richtig zur Verzweiflung bringen. Ach, man zerpisst dich mal. Man kann die auch, ja, man kann die auch vom Himmel holen. Und die dann umlocken. Aber ist jetzt auch kein Thema. Na komm schon, ich will in den Tornado rein. Lass mich da rein. Komm, okay. Lass mich da rein. Okay. Ist hier was? Nee.
Man muss hier echt aufpassen, sonst fällt man instant in den Treibsand und das wollen wir nicht. Das ist sehr gefährlich, du. Ah ne, warte mal. Kommen wir ganz einfach mit einem Wandspruch hoch und Wandsprung hoch. Ich sehe schon, hier wird sehr viel mit 2D gearbeitet. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht, weil Mario ist ja so ein Ding, 2D und 3D. Das macht eigentlich auch Sonic. Sonic macht das gleiche. Und das finde ich gar nicht mal verkehrt. Weil, ja, so bekommen die Spieler einfach mal ein bisschen mehr Frische. Man hat von beidem was. Und ja. Hier wird auf jeden Fall sehr viel Skill beansprucht. Wow, Alter, das war knapp. Und hier darf man keinen Fehler machen. Jetzt einfach rüber, weil die Dinger ziehen sich nämlich ein. Sehr gefährlich. Und da ist auch schon der Stern. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil... Ja, weil dieser Treibsand hier, der ist nämlich ziemlich stark und... Ja, wenn wir runterfallen, dann dürfen wir alles nochmal von vorne machen. Das wäre nicht so geil. Also schnell den Stern ansammeln und raus hier. Puh. Apropos warm. Es ist ja auch jetzt mittlerweile bei uns hier im Real Life warm und ich sitze hier legit mit kurzen Klamotten. Seit langem mal wieder und ja, es ist auch einfach mal angenehmer, da einfach mal ein bisschen mal freizügiger zu sitzen. Weil vorher mit diesen dicken Klamotten da zu sitzen, oh Gott, ich kann das gar nicht ab. Tut mir leid. Naja, machen wir weiter. Sandinselgalaxie, hört ihr? Ich frage mich, ob die Porkies, also die Porkies, die werden höchstwahrscheinlich safe auftauchen. Weil die Porkies, die sind eigentlich echt cool. Und die könnten hier sogar reinpassen. Jenseits des endlosen Treibsands. Ah, daran kann ich mich erinnern. Das war ein bisschen ekelhaft, die Mission, aber... halb so wild. Dum, 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 dum. So. Warte mal hier, bis alle bei mir sind. Ja, okay, gut. Leider nicht alle getroffen, weil man kann die nämlich alle auf einen Schlag besiegen. Aber das habe ich jetzt leider nicht geschafft. Jetzt kommt der rote Poki, der aber zu dumm ist, mich zu besiegen. Ja, mal schade. Naja. So, ah, man kann ja auf die andere Seite und... Hier ist ein Gomiluma? An dich kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Wie viel willst du denn haben? Dann... 20 nur? Ist ja gar nichts. Ja, dann... Let's go! Mal gucken, was du für uns bereithältst. Eine Pyramide. Das ist eine richtig coole Sache, weil Pyramiden mag ich allzu schnell rein da. Jetzt kommt sie mir aber... Ja. Das hier war aber auch ganz ekelhaft. Mag ich gar nicht eigentlich, aber... Naja, wir müssen hier Silberstände sammeln. Kommen wir auch wieder zum Vorschein. Also ging das. Ja, man muss jetzt hier mit dem Sand spielen. Und es ist wie so ein Labyrinth aufgebaut. Und je nachdem sind dann auch die Silbersteine verteilt. Da muss man echt aufpassen. Weil, ja, genauso wie hier, das ist echt gemein. So, weil es gibt nämlich verschiedene Wege, die man gehen kann. Zum Beispiel hier. Oh, ja, wir haben sogar schon vier. Das ist eigentlich ziemlich easy. Aber die Frage ist, wo ist der letzte? Ich hoffe, der ist jetzt hier auf dem Weg. Das wäre cool. So. Mal hier lang. Okay, hier ist nichts. Vielleicht hier lang gehen. Weil da auf der Seite waren wir noch nicht. Ja, weil hier sind nämlich noch Münzen.
Hier ist nix? Warte mal, hier ist doch was. Oder ist das derselbe Weg? Ach, Tatsache, nicht. Ich dachte, das war der andere Weg gewesen, aber tatsächlich nicht. Alles klar. Dann hört mir das auch. Und es ist ein grüner Stern sogar. Ach du Scheiße. Aber man kann ja auch, wenn man will, abkürzen einfach, oder? Geht das? Ja, doch. Na krass, wir haben den zweiten Grünstern, weil wir brauchen tatsächlich insgesamt 3. Und mit den letzten finden, keine Ahnung, den finden wir uns wahrscheinlich noch. Da müssen wir noch schauen, wo wir ihn finden. Aber das alles wird noch. Gut. Dann hätten wir das auch hinter uns. Also die Gormiluma-Missionen sind eigentlich nicht so schwer. Also die sind halt meistens immer schwer aus, aber sind sie eigentlich nicht. Sie haben halt so dieses grundlegende Konzept. Einfach zu sein. Und ja. Habe ich aber nichts gegen. So. Oh, weiter. So, und ich, professioneller YouTuber, habe natürlich mal wieder vergessen, meine Uhr zu stellen, beziehungsweise mein Aufnahmetacho. Aber ich stelle mir nämlich immer eine Uhr. Eigentlich. Das muss ich abschätzen. Aber ich mache das ja eh, dass ich eine Galaxie in einem Video spiele, von daher passt das eigentlich. Oder ein paar andere Sachen. Wird schon. Weil ich persönlich finde es einfach anstrengend, jedes Mal in OBS zu schauen und dann, ja, auf diese ganz kleine Anzeige da. Okay, jetzt bin ich zu früh gesprungen. Und jedes Mal auf diese kleine Anzeige da zu schauen, wie viele Minuten ich schon aufgenommen habe, das ist extrem nervig. Und, ja. Ah nein, da war ein Stern! Kann ich nochmal zurück? Okay, ich kann nochmal zurück. Und das sogar ein 6D-Impuls. Warte mal, das will ich jetzt aber hier auskundschaften, du. Aber bitte nicht nochmal treffen. Aber erstmal will ich hier hin. Und mir den. Die Kamera spielt natürlich auch wieder schön mit. Geil. So, jetzt aber. Achso, nee. Ach, komm, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß auf die Brocken. Leck meinen Arsch. Oh Mann. Und dafür können wir die Knochen trocken one-shotten. Naja. Da wollen wir mal. Ich sehe schon, wir müssen hier wieder blaue Sternteile einsammeln. Und. Wenn man die einmal verpasst, ist das natürlich scheiße. Aber wenn man es schlau anstellt wie ich, dann kann man alle in einem Zug einsammeln. Okay, den letzten, den habe ich jetzt verkackt. Warte, hier gibt es eine Queen Shell? Ah, warte, dann ist die letzte wahrscheinlich in der Truhe drin. Ja, ja. Dann ist die hier drin. Ja, so schaut's aus. Und da scheinen auch die blauen Sterne, wo wir uns hochziehen können. Und dann ist es auch schon erledigt. Also die Musik hier, die ist eigentlich auch ziemlich geil, Mann. Die mag ich. So, es gibt jetzt 2 Wege. Ich weiß doch, dass ein Weg zu einem Secret geführt hat. Deshalb gehe ich jetzt mal hier den Weg, weil ich glaube, ich bin noch nie so wirklich gegangen. Hier sind auch so komische Strahlen. Hier hinten ist eine Röhre. Aber was war hier nochmal? Ich weiß nur, dass hier, glaube ich, ein Secret war. Oder ging es hier auch weiter? Okay, hier war nur ein Secret. Aber auch gut. Ah, wahrscheinlich wieder ein Notenspielchen, ja. Boah, das finde ich jetzt aber schade. Die haben den Raum einfach von Anfang von der Eierplanet-Galaxie nochmal hier copy-pasted. Mit derselben Musik hier. Finde ich nicht cool, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, hier gibt's mehr One-Ups zu holen, aber. Man hätte sich da schon wenigstens eine andere Musik einfallen lassen können oder vielleicht eine andere Route. Naja.
Und wir kommen tatsächlich direkt hier hin. Okay, das ist anscheinend ein Bonus und gleichzeitig ein Weg nach hier hin. Okay. So, was ist hier? Was kann das sein, dass wir den ganzen Weg geskippt haben? Okay. Naja. Oh, das bringt uns sowieso nichts. Ich weiß jetzt auch warum. Wir hätten da eigentlich bleiben müssen, weil da, obwohl doch, nee, wir müssen hier lang. Man kann jetzt Stern, by the way, auch so bekommen, aber wir machen das natürlich ganz normal. Sonst nimmt das die Spannung weg. Und nicht so weit springen, weil dieses ist nämlich auch instant tot. Weil, by the way, diese Tornados am besten nicht berühren, obwohl doch. Hä? Okay, ich dachte, die machen Schaden. Anscheinend wohl nicht. Habe ich mich wohl getäuscht? Denn man müsste nämlich hier den Schalter reindrücken und dann müssten wir so schnell wie möglich auf die andere Seite, weil dann jetzt auf der anderen Seite nämlich sowieso eine Treppe erschienen ist, die wir erreichen müssen. Und so können wir auch an den Stern ran. Es ist nur Glück haben, dass uns hier kein Tornado, okay. War eigentlich ziemlich machbar. Ja, einfach abkürzen, wenn man es drauf hat. Also, von der Zeit her ist das eigentlich ziemlich machbar. Also, da kann man eigentlich nicht großartig verkacken. Also, das ist sehr schwierig, da zu verkacken. Bis jetzt eigentlich ganz entspannt. Macht mir sogar sehr viel Spaß, die Galaxie. Weiter geht's. Ist jetzt nur noch eine Mission. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass wir zu schnell fertig sind mit der Galaxie. Vielleicht hänge ich noch diese eine Bonus-Galaxie mit hinten dran. Die Riesenfalle in der Wüste. Oder so. Obwohl, nee. Ich lasse es. Dann mache ich das nämlich so, dass wir dann diese eine Bonus-Galaxie da im nächsten Part machen. Hier den Boss hier in dieser Kuppel. Und dann den Gormiluma. Oder erst den Gormiluma, dann die Bonuswelt. Ach, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wir dürfen jetzt erstmal hier wieder einen Schalter drücken. Und. Oh. Ein bisschen aufpassen, weil die Dinger nämlich hier einen zerquetschen können, glaube ich. Und währenddessen behindert uns ein Hühnchen. Ein KFC-Hühnchen. Aber das kann uns nichts. Oh, warte mal. War ja nicht sogar auch ein Secret-Stern? Ich kann mich da an etwas erinnern. So, aber was müssen wir jetzt hier machen? Ja, wir müssen wieder Schalter drücken. Okay, dann machen wir das mal. Geh mal direkt hier drauf, weil vielleicht ist hier oben was. Tatsache, wir müssen hier Sternteile sammeln. Wissen wir ja. Okay, hier oben ist anscheinend nichts, deswegen springen wir mal runter, um das hier zu holen. Und da sind hier 1000 Knochen trocken, aus einem Grund, die wir an die Google wollen. Aber nicht mit mir. Kann man hier mit dem Ding nicht... Ah, Tatsache. Man kann mit dem Ding hier einen Wandsprung ausführen. Wie doch immer, mach wie das macht. Denn hier an der Seite war, glaube ich, nämlich eine Schatztruhe. Ja. Yep. So, wo ist der letzte? Muss man die vielleicht alle besiegen? Aua. Nee, ich glaube nicht. Musste man hier nochmal machen. Achso, nee, der ist ja einfach. Okay. Ich dachte, der wäre irgendwie krass versteckt. Na dann. Aber warte mal, hier war doch bestimmt doch irgendwo ein Secret, oder nicht? Da bin ich jetzt bekloppt.
Naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwie. What? Noten? Ich sammle die einfach mal ein. Tatsache, wir müssen die sogar einsammeln. Ansonsten haben wir ein großes Problem und da waren neue Gegner. Und zwar Krabben. Alpha Mr. Krabs. Okay. Ah, die Sternstaubdinger, die haben bei der UNM für Mario dargestellt. Richtig cool. Aber wir dürfen ja Knopf drücken. Und. Bam! So, hier rauf. Ah, ich merke schon, was wir machen müssen. Wir müssen hier so. Ah, verkackt. Wir müssen hier so ein Kugelwilli. Alter, wie viele Knochentrocken sind hier bitte? Ah, wir müssen hier irgendwie nach oben. Normalerweise müsste man, glaube ich, die Knöpfe da unten drücken, aber ich habe keinen Bock, die jedes Mal zu drücken, deswegen kürzen wir das einfach mal ab. Ja, kommt. Kugelwillis. Hallo, komm raus. So, dich nehme ich mal mit. Okay, jetzt war falsche Glasgruppe. Das hat die nicht mal kaputt gemacht. Willst du mich verarschen? Mach die Scheiße kaputt, Alter. Wofür bezahle ich dich? Naja, eigentlich bezahle ich dich nicht, aber... Wofür bezahlt Bowser dich eigentlich? Okay, eigentlich um Mario zu besiegen. Aber muss da keiner wissen. Dann gehen wir halt nach da. Komm her. Und... Hier rein. Easy. Na, es ist ja da oben. Na komm schon. Warte mal, den Stern, den will ich eigentlich schon gerne haben. Warte mal. Also den Regenbogenstern. Oh Gott. Geh nach oben. Alter. Die lassen mich nicht da oben, ne? Jetzt aber. Gott. So, jetzt aber. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig bin. Ja, okay, ich bin richtig. Schon wieder nicht. Was ist das denn? Du hast mich doch verarschen. Ach komm, wisst ihr was? Dann scheiß mir drauf. Ich bin auch ohne Sternteile und den ganzen Kram. Geil. Okay, das war jetzt ein bisschen falsch gewählt, das Wort, aber egal. Braucht ja keiner zu wissen. Ja. So, dann wären wir auch fertig mit dieser Galaxie, glaube ich. Wenn da nichts mehr ist. Hä? Was? Das war nicht die dritte Mission? Oh, jetzt kommt sie wieder. Ich glaube, das, was wir eingesammelt haben, war der Secret Star. Ja, das war, ja. Was im Sand funkelt. Das war der Secret Star. Yeah! Fail. Naja, dann haben wir das in diesem Part auch nochmal geklärt. Dann wird der Part heute doch nur mit dieser Galaxie gefüllt. Naja. Wenn ihr zu viel Sand im Auge habt wegen mir, dann ist das nicht mein Problem. Dann müsst ihr euch die Augen irgendwie auswaschen. Ist euer Problem. Bringt beim nächsten Mal euch einfach so eine Schutzbrille oder so mit. Und Sonnencreme. Boah, aber wirklich Leute, das ist auch so ein Thema. Wirklich, packt euch immer Sonnencreme an oder cremt euch ein. Wirklich. Ich hatte einmal so richtig ehrenlosen Sonnenbrand. Das war echt nicht mal normal. Also, Sonnenbrand, damit ist echt nicht zu spaßen. Es tut höllisch weh. Es brennt wie Scheiße. Und das ist fucking unangenehm. Nimmt es wirklich ernst.
Das kann sogar dazu führen, dass ihr sogar mal ins Krankenhaus müsst, wenn ihr das Ganze nicht mal ertragen könnt. Und ich meine es von real. Also ich musste zum Glück nicht ins Krankenhaus, deswegen. Aber man konnte wirklich gefühlt meinen ganzen Rücken abhellen. Das ist echt ekelhaft gewesen. Also, damit ist echt nicht zu spaßen. Gut, dann sammeln wir schnell die ganzen Sternteile hier ein. So, und der andere ist da ganz oben irgendwo. Ja, also generell einfach immer Sonnencreme mitnehmen. Egal, ob ihr es wollt oder nicht. Ich meine, ich finde es gar nicht mal so schlimm. Es riecht sogar ziemlich gut. Da muss jeder für sich selber wissen. Okay, gut, dann muss ich auf diesem Planeten anderswo weitergehen. Dann stapfen wir mal jetzt hier nicht in das Ding rein. Ich glaube, wir müssen hier eher Krabben besiegen. Wie man die besiegt, ganz einfach, weil die sind ja in ihrem Arsch nämlich nicht geschützt. Und dann kann man die von hinten schön überwältigen. Ja, ich glaube, wir müssen die riesige Pflanze hier kaputt machen. Tatsache. Und schnell machen, bevor wir da nicht mehr rankommen. Okay. Weil der Planet nämlich immer kleiner und kleiner wird. Ah, da haben wir unseren Porky. Ah, woher bekommen wir die Mittel dazu? Ah, hier. Mit schönem Wasser. Ah, herrlich. Aber wir müssen die Dinger auf den anderen Planeten schleudern. Ich denke mal, die reichen aus. Ja, nochmal eins mit. Und. Na, verfehlt. Bam! Down! Den haben wir jetzt gezeigt, Leute. Der wird. Hä? Hallo? Der wird nicht so schnell wiederkommen. Gut, das haben wir hier. Wie gemein, wir spawnen direkt beim Stern, aber können die nicht einsammeln. Ist das gemein. Hier war Sternstaub. Wo geht's hier rein? Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Ist eine Röhre. Wahrscheinlich kommen wir dadurch auch rein, ja. Anscheinend müssen wir den Turm erklemmen irgendwie. Dann machen wir das mal. Hm? Oh nein, fuck! Ich kann mich hieran erinnern. Oh Gott, hier darf man echt keinen Fehler machen. Oh oh. Ja, und den habe ich schon gemacht. Ja, kann ich eigentlich jetzt schon aufgeben. Weil hier muss nämlich alles genau sein. Hm. Also als Kind hatte ich hier wirklich übelste Probleme und ich hatte auch teilweise auch Angst vor dieser Mission. Obwohl, warte mal, geht doch eigentlich. Das hat nur alles auf der Decke, also man steuert ein bisschen anders. Ja, was hab ich denn gehabt? Das ist doch eigentlich voll einfach. Hä? Also Dinge, die mir als Kind schwer gefallen haben, kann ich heute viel besser. Was ist denn los? Also ich habe mir das schlimmer vorgestellt, als es ist. Okay. Na dann. Naja. Jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Super Mario Galaxy. Ja, dankeschön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!